Das ist ja unser zweites Projekt gewesen. Vor 2 Jahren, 2012, haben wir schon mal ein Crowdfunding-Projekt für das Jugendjazzorchester gemacht. Diesmal ging es um das Landesjugendorchester, also ein symphonisches Nachwuchsensemble, auf sehr hohem Niveau musizierend. Wir konnten sehr viele Erfahrungen aus dem ersten Projekt nutzen. So der ganze Ablauf, was passiert wann, wie muss man agieren, dass man wirklich auch dranbleiben muss, ist immer eine ganz wichtige Sache. Da sind wir ja sehr routiniert dann schon vorgegangen. Was uns ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat, war wieder das Drehen des Videos, weil wir ja kein zusätzliches Geld hatten und eben auf viele ehrenamtliche Helfer angewiesen waren und nicht so vom Fach sind, aber das haben wir dann auch doch ganz gut hinbekommen. Und wir haben über diese Art Finanzierung jetzt wieder einen engeren Kontakt herstellen können zu vielen ehemaligen Mitgliedern des Orchesters. Das war, fand ich, ein sehr schönes Ergebnis noch, was so gar nicht vorhersehbar war. Mein Name ist Linda Suric. Ich bin Kulturmanagement-Studentin hier in Dresden und ich habe die letzten Monate ein Praktikum beim Sächsischen Musikrat gemacht. Also ich habe selber schon mal ein Projekt unterstützt, aber jetzt, dass ich selber ein Projekt geleitet hätte, noch nie. Ja, es war teilweise schon schwierig, da wirklich am Ball zu bleiben und da wirklich regelmäßig diese Blogposts zu erstellen. Also da würde ich auch empfehlen, dass man sich da vorher ein Konzept schreibt und ja, dieses sogenannte Storytelling, also dass man sich genau überlegt, was will ich der Crowd vermitteln und dann eben auch das Interesse zu wecken. Naja, das Ziel waren ja 2000 Euro und wenn man sich vorstellt, also ich hätte jetzt keine 2000 Euro, um die einfach zu spenden. Das finde ich eben faszinierend daran, dass 2000 Euro ja eigentlich viel Geld sind und dass eben, wenn viele Menschen zusammenhelfen und jeder was Kleines gibt, dass man eben so ein Ziel dann erreichen kann. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Gemeinschaftsgedanke, der da dahinter steckt. Das hoffen wir auch für unsere Arbeit, dass da viele Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam geworden sind, dass wir Nachwuchsarbeit auf einem sehr hohen Niveau hier versuchen zu betreiben mit relativ einfachen Mitteln und Jugendliche motivieren, qualifiziert zu spielen. Also insofern ist das sind das ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, die da sehr positiv aufeinander getroffen sind. Coole Sache. Wir haben einen künstlerischen Leiter im Landesjugendorchester Sachsen, den Herrn Professor Mirko Kersten, der immer die Konzeptionen für die Konzerte entwirft und der wollte sehr gern wieder eine Uraufführung machen. Ist ein großer Verfechter der zeitgenössischen Musik. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die jungen Leute da herangeführt werden und quasi damit auch aufwachsen. Wir arbeiten also regelmäßig mit verschiedenen Komponisten zusammen und die Idee, Carsten Hennig zu fragen, kam vom Dirigenten. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt und deswegen sind wir jetzt schon fest an der Umsetzung der Pläne für 2015. Und traditionell gibt es 2 Projekte pro Jahr für das Ensemble.